Nachdem wir zum Beispiel durch Verfahren wie Brainstorming eine Vielzahl von Ideen produziert haben, das ist mit Brainstorming nicht schwer. 70, 80, 90, 100 Ideen zu produzieren, ist keine Kunst. Aber nicht alle dieser 70, 80, 90 Ideen können umgesetzt werden. Die allermeisten Unternehmen machen das nicht, sondern sie machen eine Vorauswahl und bringen von den 80, 90 oder 100 Ideen vielleicht 2 oder 3 an den Markt. Mit anderen Worten, wenn es 100 Ideen sind, 97 werden nicht umgesetzt. Es gibt eine Firma, die macht das anders, die Firma 3M. Das sind die mit den Post-its. Die machen so etwas. Die bringen praktisch jede Woche oder jeden Monat neue Ideen an den Markt und gucken, was funktioniert am Markt. Die machen also keine Vorauswahl intern, sondern deren Testgebiet ist der Markt selber. Und dann nehmen die das wieder vom Markt runter. Es mag aber auch sein, dass das Produkte sind, wo die Innovation nicht so teuer ist. Das mag sein. Also Büromaterial im weitesten Sinne, diese Post-its 3M, also die machen eine ganze Menge. Ja. Da bietet sich das möglicherweise an. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Regel ist, dass eine Idee interne Verfahren durchlaufen muss, ehe es an den Markt darf, ehe das Produkt an den Markt darf. Also Ideenbewertung, Neudeutsch Screening, 3 Stufen, zumindest laut Lehrbuch 3 Stufen. Erste Stufe, Vorauswahl. Zweite Stufe, Break-Even-Analyse. Und 3. Stufe, Test. Und zwar Produkt- oder Markttest. Das Produkt wird getestet oder das Produkt wird auf einem Markt getestet. Das ist dann ein Markttest. So steht es in den Lehrbüchern. Nicht in allen, aber sagen wir mal in den älteren Lehrbüchern steht es so. Kleinen Moment. Steht es so. Und heute hat sich in dieser dynamischen Zeit dieses Verfahren geändert. Nicht alle Unternehmen machen das so, setzen die Änderung um. Aber heute in der modernen, im modernen Verständnis kommt der Test zuerst. Ja? Das heißt also, es kann sinnvoll sein, man nennt das Bananenprodukte. Bananen heißt raushauen und beim Kunden reifen lassen. Und das ist mittlerweile schon so etwas wie eine Strategie geworden. Dass man ein Produkt, obwohl es noch nicht ganz ausgereift ist, trotzdem an den Markt bringt, damit man beim Kunden ist. Damit man den Kunden an das Produkt schon mal gewöhnen kann und selbst wenn dabei noch Macken und Fehler auftreten. EDV-Branche ganz typisch. Es kann, wenn man vor der Entscheidung steht, habe ich ein perfektes Produkt, brauche aber noch 3 Monate für endgültige Tests und ich weiß nicht was alles. Oder habe ich ein Produkt, das zu 90% funktioniert und kann es heute schon raushauen, die Entscheidung oft ausfällt zugunsten der Entscheidung, es jetzt schon rauszuhauen. Also Test ist etwas, was heute mehr extern passiert, was mehr am Markt passiert. Je nach Branche natürlich unterschiedlich, aber es kann sinnvoll sein, auch mit einem, ich will nicht sagen halbfertigen, aber sagen wir mal 80 oder 90% fertigen Produkt an den Markt zu gehen. Damit man einfach den Kunden daran schon gewöhnt, Feedback einholt, Kritik einholt, verbessert, um dann schon wieder die Version 2.0 rauszubringen. Während die Konkurrenz noch die Perfektion sucht, die sie wahrscheinlich sowieso nicht findet. Ja, also das ist heute das Verfahren.